Hallo ihr Lieben, heute möchten wir mit euch zusammen etwas kochen und zwar eine leckere Pasta mit Oregano Knusperhühnchen und Kürbiskernbasilikumpesto. Schnell zu den Zutaten. Ihr braucht ungefähr 500 Gramm Pasta, das ist dann entweder frisch oder getrocknet, zwei Stangen Staudensellerie, eine Knoblauchzehe, ca. 40 Gramm frischer Basilikum, 40 Gramm Kürbiskerne, 50 Gramm Semmelbrösel, 500 bis 600 Gramm Hühnerbrustfilet, etwas Oregano, auch diesen frisch oder getrocknet, Salz und Pfeffer und zusätzlich noch 80 Gramm Hartkäse, 4 Esslöffel Olivenöl, 100 Milliliter Wasser und etwas Öl zum Braten. Herzlich willkommen zu unserem ersten Kochtutorial mit Silke und mir und genug Abstand, Genau. mindestens drei Sellerielängen. Wir möchten mit euch heute eine coole Pasta kochen und zwar eine Basilikum-Kürbiskern-Pesto-Pasta mit knusprigen Hühnchen in Knusperpanade mit Oregano. Lecker. Das schmeckt bestimmt sehr gut. Das schmeckt lecker. Ich hab's schon gegessen. Ich auch, gestern war echt lecker. Als erstes müsstet ihr noch das heiße Wasser für die Nudeln ansetzen. Liebe Silke, wie geht's denn weiter? Okay, Du hast den also wenn du Plan. das Wasser jetzt gemacht hast, Ist dann, dran. genau, dann nimmst du mal Oregano und Basilikum. Also Blätter vom Basilikum Okay. und vom Oregano. Im nächsten Schritt wird das Pesto zubereitet. Dafür die frischen Basilikumblätter zupfen oder den TK-Basilikum nehmen, den Knoblauch schälen und beides in ein hohes Mixgefäß geben. Dazu kommt dann das Olivenöl, der Hartkäse, die Kürbiskerne und das Wasser und das Ganze dann auch mit Salz und Pfeffer abschmecken, bitte. Alles pürieren, bis es eine schöne cremige Konsistenz ergibt, so wie ihr es hier sehen könnt. Und falls es nicht cremig genug ist, dann einfach noch einen kleinen Schluck Wasser mit dazugeben. Der nächste Schritt beinhaltet den Staudensellerie, der wird gewaschen und geputzt und dann in circa 1 cm dicke Scheiben geschnitten und erstmal zur Seite gestellt, den braucht man erst später. Vierter Schritt, den Oregano mit dem Paniermehl vermengen. Das brauchen wir dann nämlich für die Panade von dem Hühnchen. Wir haben hier eine fertige Tomatensoße, weil für Kinder ist dieses Pesto vielleicht manchmal ein bisschen zu kräftig, auch gerade mit dem Knoblauch und auch vielleicht nicht so unbedingt der übelste Kindergeschmack, sage ich jetzt mal. Also den trifft man damit höchstwahrscheinlich nicht. Aber deswegen haben wir eine kleine Alternative noch dabei. Die ist jetzt schon fertig gekocht von gestern. Kann man auch gut aufheben, logischerweise. Das ist eine ganz schnelle Tomatensauce und zwar nehmt ihr da eine kleine Zwiebel, einen großen Esslöffel Butter, schwitzt die Zwiebel klein gehackt natürlich erstmal, schwitzt die in der Butter an, dass sie ungefähr glasig ist. Dann kommt da ein Esslöffel Tomatenmark dazu, den kann man mit anschwitzen, also noch ein bisschen kurz mit anbraten, aber aufpassen, es brennt leicht an. Und dann tut man das Ganze mit, wie heißt es, passierte Tomaten auffüllen. Die gibt es in der Dose, Tetrapack oder kleine Flasche oder ähnliches. So, wir haben die Zwiebel in der Butter angeschwitzt, ein bisschen Tomatenmark dazugegeben, dann kommen die ganzen passierten Tomaten oben drauf, also die Dose, Tetrapack, was auch immer. Und dann das Ganze mit Salz und Pfeffer abschmecken und eine ganz kleine Mini-Prise Zucker, am besten Rohrohrzucker, weil der ist einfach ein bisschen gesünder als der raffinierte. Dann einfach davon eine ganz kleine Prise ranmachen. Dass die Tomaten, die sind meistens, die sind sehr sauer, weil die halt sehr reif sind und das brennt, könnte eventuell auf Kinder, bei Kindern ein bisschen brennen. Oder einfach zu scharf sein, sagen sie dann meistens. Und das mildert das Ganze ab. Reicht wirklich bloß eine Mini-Prise. Im nächsten Schritt wird das Hühnchen vor- und zubereitet. Zuerst das Fleisch waschen und trocken tupfen und dann in Streifen schneiden. Von beiden Seiten ordentlich salzen und pfeffern. Und dann kommt das Ganze in die Semmelbrösel-Oregano-Mischung und da wird es dann paniert. Wir kommen jetzt zum Braten und auch eigentlich schon zum Nudeln kochen. Machen jetzt hier drüben unsere Pfanne an. Die Hähnchen 3 bis 4 Minuten von beiden Seiten auf mittlerer Hitze braten. Okay, habt's gehört. 3 bis 4 Minuten auf mittlerer Hitze braten, die Hähnchen. Dann dürft ihr die Nudeln nicht vergessen, die kocht ihr einfach nach Herstellerangaben, also egal ob das jetzt frische Pasta oder normale Pasta ist.
Und der Sellerie sollte insgesamt 3 Minuten mit dem Nudelwasser kochen. So, ich glaube. Jetzt, Nina, heiß. Es zischt. Wie schon gesagt, sollte das Fleisch von beiden Seiten 3 bis 4 Minuten gebraten werden, sodass es schön goldbraun und knusprig ist. Und natürlich, weil es ja auch Geflügel ist, sollte es auch ganz durchgegart sein. Nebenbei dürft ihr die Nudeln nicht vergessen. Also, wenn ihr zum Beispiel frische Pasta habt, müsst ihr ja bloß kurz im Wasser ziehen. Eine Pasta mit Sellerie-Stückchen dazwischen. Jetzt nehmt ihr euer Pesto, das hier hinten steht. Ja, es ist wirklich schön cremig. Es ist eine tolle, hat eine tolle Konsistenz. Und dann nehmen wir uns eine Gabel und einen Löffel. Mischen das durch. Können dann uns nicht schmecken lassen. Oh ja, ich freue mich schon drauf. Es riecht Ja. so gut, es riecht so lecker. Ich meine, heute haben wir ganz schön lange gebraucht, aber wenn man das einmal gekocht hat, dann ist das eigentlich ein ganz fixes, kleines, schnelles Essen. Und schon sind wir fertig und können anrichten. Einfach die Nudeln auf dem Teller verteilen, für die Kinder natürlich die Nudeln ohne Pesto nehmen und vielleicht die Tomatensauce noch mit dran machen. Und schon seid ihr fertig. Jetzt. Guten Appetit. Oder was sagst du, Silke? Genau, guten Appetit. Und das war's jetzt von unserer Seite für Für euch. heute zumindest. Machen wir auch Genau. jetzt den hier runter. Tschüss, lasst euch schmecken. Okay, ich sag mal von der Seite, ihr seht mich jetzt nicht, aber auch guten Appetit und lasst es euch schmecken. Tschüss!